Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt, beziehungsweise schön, dass ihr wieder da seid. Thema diesmal ist die Kameraüberwachung, im Speziellen das sogenannte Testprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz. Hier wird darüber diskutiert, ob dies ein weiterer Schritt in Richtung Überwachungsstaat ist. Hier kann es aus meiner Sicht nur eine Antwort geben: ein dickes, fettes, aber natürlich. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie der Test aussieht. Circa 300 Probanden haben sich bzw. ihre Bilder für den Test zur Verfügung gestellt. Hierbei sollen diese Tester dann mehrmals in der Woche in einen überwachten Bereich laufen, damit die Kameras diese dann identifizieren können. Hiermit soll dann die Zuverlässigkeit des Systems nachgewiesen werden. Als Dankeschön für ihre Bemühungen wurde den Testern ein 25-Euro-Gutschein von Amazon zugesagt. Die drei am häufigsten gescannten Tester sollen eine Apple Watch, ein Fitbit-Armband und bzw. auch eine GoPro-Kamera erhalten. Für den Test wurden drei Kameras installiert und zwei Gebiete markiert. Ein Bereich wird gescannt mit der Gesichtsüberwachungssoftware innerhalb der Kameras, der andere nicht. Hinweise finden sich im Eingangsbereich des Bahnhofes als auch an den Rolltreppen. Allerdings ist davon auszugehen, dass nicht alle Passanten diese Hinweise lesen und auch durch einen Testbereich laufen. Somit wird ihr Gesicht dann auch gescannt und mit der Datenbank abgeglichen. Hiermit sollen dann Terroristen und sonstige Gefährder schneller dingfest gemacht werden können. Marian Wendt, Mitglied des Innenausschusses Berlin, CDU, ist ein Verfechter dieser Maßnahme bzw. Technologie. Der Test soll 6 Monate dauern. Die Tester tragen unter anderem einen Transponder, damit abgeglichen werden kann, ob diese sich wirklich im überwachten Bereich befanden. Die Trefferquote solcher Systeme liegt bei über 90%. Selbst mit Sonnenbrille, Mütze, Hüten etc. soll eine Erkennung funktionieren. Bei Erfolg soll das Projekt auch auf die Bodycams der Polizisten ausgeweitet werden. Ihr ahnt es sicherlich bereits, ein weiterer Verfechter dieser Methodiken ist Thomas de Maizière, unser Innenminister. Zudem stehen hinter diesem sogenannten Projekt noch das Bundesinnenministerium, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und die Deutsche Bahn. Die Risiken liegen hierbei klar auf der Hand. Es können Bewegungsprofile der Bürger erstellt werden. Die Überwachung betrifft dann auch alle Bürger. Hierzu kommt noch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises vom 18.05.2017. Demnach erhalten diverse Behörden Zugriff auf die biometrischen Bilder des neuen Personalausweises. In dem Gesetz heißt es, weitere Änderungen des Personalausweisgesetzes zum 1. Mai 2021. § 25 Absatz 2. Personalausweisgesetz vom 18. Juni 2009. Das zuletzt durch den Artikel 1 Grundgesetz geändert wurde, wird wie folgt geändert. In Satz 1 werden die Wörter Polizei und gestrichen. Zweitens, nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt. Die Polizeien des Bundes und der Länder, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst sowie die Verfassungsschutzbehörden der Länder dürfen auf das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren zugreifen bzw. abrufen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ab 2021 bekommen all diese Behörden Zugriff, und zwar automatisiert. Ein weiteres Risiko stellt natürlich die künftigen Machtverhältnisse. Wer sagt uns, dass nicht irgendwann ein Terrorregime die Regierungsgeschäfte übernimmt? Ich meine, eine Tendenz kann man ja in den momentanen Gesetzen sowieso ablesen. Und was ist mit dem Vermummungsverbot? Das müsste ja dann rigoros durchgezogen werden, auch bei Verschleierung aus religiösen Gründen. Was mir hier wieder bewusst wird, ist, wie die kleinen Schritte immer mehr in einen Überwachungsstaat führen, beziehungsweise diese Puzzleteile immer mehr in dieses große Mosaik zusammenfinden. Und wieso macht man das alles?
Natürlich, um uns zu schützen gegen den Terror und das andere kriminelle Gesindel. Ich meine gerade in Berlin, wo es Familienclans gibt, da sollte man den Fokus doch gegebenenfalls etwas anders legen. Das Problem ist aus meiner Sicht auch, dass nun Kameras, ob mit biometrischer Erkennung oder nicht, keinen Anschlag, Angriff oder sonstige Straftaten verhindern können. Das Gesindel verlagert sich dann einfach. Und einem Selbstmordattentäter dürfte es wohl reichlich egal sein, ob er dabei biometrisch erfasst wird. Lasst mir eure Meinung da. Wie seht ihr das? Sind wir auf dem direkten Weg ins Jahr 1984? Grüße gehen raus an Orwell. Oder ist das alles nötig? Wir müssen beschützt werden vor der bösen, bösen Welt. Wenn ihr das Video bereichernd und informativ fandet, lasst mir gerne einen Like zurück. Wenn ihr euch traut, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Bitte empfehlt diesen auch weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.